Und dort triffst du einen solchen Zen-Mönch. Und dieser Zen-Mönch ist ungefähr, ja, der ist so hoch, hat eine Glatze und hat strahlend funkelnde Augen. Und du kommst ins Gespräch mit diesem Mönch. Und der Mönch fragt dich, willst du mein großes Geheimnis kennenlernen? Willst du das Geheimnis für wirkliches Glücklichsein, für Erfolg im Leben kennenlernen? Oder du denkst, ja klar, das will ich, erzähl mir dein Geheimnis. Und der Mönch schaut dich an. Und er macht sehr geheimnisvoll. Und er sagt zu dir, das Geheimnis für wirkliches Glück im Leben ist, tu das Richtige und vermeide das Falsche. Und du denkst, okay, tu das Richtige, vermeide das Falsche. Habe ich schon im Kindergarten gelernt. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Also dieser Mönch hier in seinen Bergen da in China, der ist doch irgendwie so ein bisschen weit weg von allem. Und ich meine, das ist ja nicht irgendwie realitätsbezogen. Das hat ja nichts mit meinem Leben zu tun. Tu das Richtige, vermeide das Falsche. Das ist ja wohl klar, oder? Und es ist fast so, als hätte der Mönch diesen Dialog in deinem Kopf mitbekommen. Denn er spricht weiter und sagt, wie oft in unserem Leben wählen wir den bequemen, den leichten Weg, weil er uns scheinbar schneller zum Ziel führt und lassen dabei so ein bisschen außer Acht, ist der bequeme Weg, ist der leichte Weg dennoch immer der richtige Weg? Und du fängst an nachzudenken. Und der Mönch sagt, lass mich dir ein Beispiel geben. Eine junge Frau, eine Bekannte von mir, sie liebte Tiere. Sie liebte es, mit Tieren umzugehen. Sie hatte einen Hund und hatte ein Pferd. Und sie war jeden Tag draußen mit ihrem Hund und sie ritt so oft sie konnte auf ihrem Pferd. Und jetzt war sie mit der Schule fertig und die Entscheidung stand an, was mache ich mit meinem Leben? Und am allerliebsten hätte sie Tiermedizin studiert oder Tierpflegerin gemacht oder irgendwas mit ihren Pferden, irgendwas mit Tieren. Doch ihre Eltern waren beide Anwälte. Und natürlich erwarteten ihre Eltern, dass sie auch Jura studiert. Was hat sie getan? Sie hat Jura studiert. Sie hat kein einfaches Studium gehabt, glaubt mir. Sie hat immer da gesessen, hat sich versucht, irgendwie diesen Stoff in die Birne reinzubekommen. Das Problem war nur, es interessierte sie überhaupt nicht, was dort stand. Dieser ganze Gesetzeskram interessierte sie gar nicht. Sie hätte viel lieber was mit Tieren gemacht. Doch sie hat den bequemen Weg gewählt, indem sie sich nicht ihren Eltern widersetzt hat. Sie hat das getan, was ihre Eltern von ihr erwartet haben. Anstatt zu sagen, hey, das ist mein Leben, ich entscheide, was ich tue und ich möchte das mit den Tieren machen. Oder lass mich dir ein Beispiel vielleicht aus deinem Leben geben. Stell mal vor, du stehst bei euch im Büro in der Kaffeeküche und ihr steht alle da und also du bist am Schlafen, euch am Unterhalten und der Chef ist auch dabei und irgendwie kommt das Gespräch auf einen Mitarbeiter, der gar nicht da ist. Und du merkst, wie das Gespräch immer mehr zu einer Lästerei wird. Es wird gelästert über diesen Kollegen, der gar nicht da ist. Und in dir fühlt sich das irgendwie nicht richtig an. Denn du denkst, der arme Mann, der kann sich ja gar nicht wehren, der ist ja gar nicht da. Hier reden alle über ihn und er kann sich überhaupt nicht wehren. Und doch geht die Lästerei weiter und geht auch so die Runde rum und auch dein Chef, der macht mit. Und dann kommt die Runde zu dir und alle gucken dich mit großen Augen an und sagen, hey, der Meier, das ist doch wirklich ein Loser, oder? Und alle gucken dich an und du sagst, ja, das ist er. Obwohl du was anderes gefühlt hast. Es ist okay, ab und zu mal
das Falsche zu tun. Einfach mal Fastfood essen zu gehen oder einfach mal richtig die Sau rauszulassen, über die Stränge zu schlagen, das ist völlig okay. Nur, wenn wir anfangen, unsere inneren Werte zu verraten, dann läuft irgendwas nicht ganz richtig. Der Mönch schaut dich an und sagt, lass mich dir noch was erzählen von einem Freund von mir, Trampolin-Weltmeister Dan. Dan hat mal einen Kurs gegeben für Leute, die abnehmen wollten. Er hat ihnen 5 Tage lang ganz genau erklärt, was sie essen müssen, wann sie essen müssen, welchen Sport sie machen können, wo sie diesen Sport machen können und wann sie diesen Sport machen sollen. Er hat ihnen 5 Tage lang wirklich alles erklärt bis ins Detail. Und am Ende dieses Kurses am 5. Abend kommt ein Teilnehmer zu ihm und sagt, Dan, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Was soll ich bloß machen? Was soll ich tun? Genauso wie wir uns manchmal fragen, wenn wir vor einer großen Herausforderung stehen, dann fragen wir uns, was soll ich nur tun? Und Dan schaut dir dann mit so einem leicht verschmitzten Lächeln und sagt, du weißt genau, was du tun sollst. Du hast es jetzt 5 Tage gelernt. Du weißt ganz genau, was du tun sollst. Deine Frage ist nicht, was soll ich tun? Deine Frage ist, wie kann ich es mir leicht machen? Fies, oder? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist es doch häufig so, wenn irgendwas in unserem Leben unbequem ist, von dem wir aber wissen, dass es richtig wäre, dann suchen wir irgendwie einen Weg drumherum. Dass wir sagen, ah, das ist so unbequem, kann ich nicht was anderes machen? Vielleicht ein bisschen von dem hier, okay, das hier mache ich, das ist nicht ganz so unbequem. Ist es okay, dass ich das mache oder vielleicht auch das hier, also hier auf der Seite auch. Aber bitte, bitte nicht das. Doch wir wissen ganz genau, dass das nicht der Weg ist, wie es funktioniert. Du hast in deinem Leben immer die Wahl zwischen Vorwärtskommen und Bequemlichkeit. Und auch wenn Bequemlichkeit manchmal sehr verlockend ist, und das ist sie, glaub mir, mal zu sagen, ach, endlich habe ich es mal bequem, endlich mal muss ich überhaupt nichts machen, kann ich mal nur ausruhen, ich habe es super bequem. Also Bequemlichkeit ist sehr verlockend, aber ist nicht immer die beste Wahl. Denn diese Bequemlichkeit hat auch ihren Preis. Und du bezahlst für diese Bequemlichkeit mit deinem Leben. Du bezahlst mit deinem Leben, denn du wirst ganz einfach nicht all die Dinge erleben, die du erleben könntest, wenn du mutig wärst, wenn du das tätest, was unbequem ist, wenn du dich aus deiner Komfortzone herausbewegen würdest. Also beweg dich aus deiner Komfortzone raus. Tu die Dinge, die unbequem sind, von denen du aber ganz genau weißt, dass sie richtig sind. Denn du hast eine innere Stimme. Und diese innere Stimme sagt dir immer ganz genau, was richtig ist und was nicht. Lerne, wieder auf diese innere Stimme zu hören. Und der Mönch funkelt dich an mit seinen Augen und sagt, aus unserem ganzen Gespräch nimm vor allem eine Sache mit. Wer immer nur das tut, was bequem ist, der wird es schwer haben im Leben. Aber wer auch das tut, was unbequem ist, der wird es leicht haben im Leben.